Willkommen zurück in Arkham City. Ja, lang ist her. Mein Controller hat auch schon ein bisschen Staub angesetzt. Boah. Naja, es ist Sommer, ne? Ach ja, apropos, stört euch nicht im Hintergrund, wenn der leitende Data zu hören ist. Stellt euch einfach vor, es wäre ein Roboter. Okay, dann können wir jetzt ja endlich... Nein, nicht die Mission. Nein. Wir kümmern uns jetzt diesmal um das Museum um... Retten Mr. Freeze aus dem, aus dem Museum von Pinguin endlich. Das hat ja auch schon lange gedauert. Klasse. Ist Batman also auf dem Weg hierher und dabei noch stinksauer auf den Boss? Oh ja. Ich bin Batman, ich bin immer stinksauer. Puh, naja. Apropos Roboter. Was kommt jetzt ins Kino? Was habe ich letztens gesehen? Ja, letztens gesehen Jurassic World. Ja, so sala. Und wer war am Ende der Held? Der große Fisch. Okay, oder es war eigentlich gar kein richtiger Fisch, es war ein viel zu großes Krokosaurus etwas. Habe ich jetzt gespoilert? Oh, das tut mir leid. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. Oh. Na, komm schon. Bam! Mann, das Spiel ist ganz schön dunkel. Okay, das liegt wahrscheinlich auch am Licht. Denn diese Folge nehme ich mal einen Tag auf. Naja, gut. Und was lief jetzt? Das läuft eben doch so im Kino. Ach ja, stimmt. Terminator 5. 5! Genesis. Ja. Das wird FSK 12. Die Action darf nicht zu hart sein. Die Unrated veröffentlichen wir dann auf DVD und Blu-ray. Mit ein paar digitalen Zügen, hinzugefügten Bluteffekten. Und ein, zwei, 10 Erweiterungen. Naja. Wenn überhaupt. Naja, erstmal abwarten, was für Nachrichten dazu da auf Schnittberichte kommen. Zack, zack, zack. Ich finde das auch sehr schön, dass Batman auch die Umgebung einsetzt bei einigen seinen Schlägen. Oh. Ein schöner Schwinger. Neue Nachricht. Was hat denn der Joker zu erzählen? Nein, ich hätte das automatisch gehen sollen. Das ist die erste oder die zweite? Ich tippe jetzt mal auf die zweite. Sie haben einen verpassten Anruf. Klingelingeling! Ach schade, ich dachte, das läuft weiter, aber man kann leichter nicht spielen. Wir haben einen verpassten Anruf. Ja, dann hören wir es mal an. Mir fiel gerade ein, wann es zum ersten Mal passiert ist. Es war etwa 6 Monate, nachdem du mich auf dem Dach der Anstalt zurückgelassen hast. Ah, ich erinnere mich. Während meine Knochen wieder zusammenwuchsen, hatte ich eine Menge Zeit zum Nachdenken. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Kennst du die Antwort? Ganz einfach. Man platziert es direkt vor ihm. Ah. Direkt unter seiner spitzen Nase. Und dann wartet man. Was für ein komplizierter Hint. Naja, man sieht das offensichtlich hier nicht, ne? Halt mal rein hier. Ladezeiten. Naja. Nee. Der Eike hat mich übrigens darauf hingewiesen, dass auf diesem Bildschirm ein, wie heißt das, hier, dass das ein Mongolenkämpfer aus Total War ist. Welcher bin ich vorhin schon angekommen? Ich glaube schon bei 3, oder? Boah, schon lange, als ich das gemacht habe. Mal gucken. Aber erstmal hacken wir mal diese Sicherheitsanlage hier. Oh. Und. Ja, wie hat Riddler es eigentlich geschafft, diese ganzen Dinge hier zu platzieren, ohne dass es jemand mitbekommen hat? Na gut, Arkham City ist ja schon in der Story. Wie lange ist das hier schon offen? Ein Jahr ungefähr? Naja, hat er eigentlich schaffen können. Ich erwähne uns übrigens nochmal. Schaut doch mal nach den Arkham Comics, denn da wird erklärt, wie die es auch geschafft haben, dieses Ding hier zu etablieren. Oder die Leute dazu. Dafür stimmen zu lassen. Saurier. Yeah. Jetzt können wir euch ohne zu befürchten, dass sie... die Tür wieder zugeht. Sehr schön. 50er Jahresstil. Ja. Ganz schön viele Jurassic World-Anspielungen könnten wir jetzt hier einbauen. Mach's noch einmal.
haben die denn da? Sollten wir retten. Direkt reinspringen ist ein bisschen zu offensichtlich. Das ist nicht Batman-like. Oh, das war jetzt Zufall. Ja, Batman ist ja so ein, ich würde mal sagen, verkappter Ninja. Passt das ja, wenn wir uns erstmal so anschleichen, anstatt auf Dampframme kommen raus, vorne vorzustellen und denen auf die Fresse zu geben. Das könnte man natürlich auch machen, aber es ist ja so gelassen, wie man will, ne? Nicht so wie bei Metal Gear Solid, wo man eigentlich eher dafür belohnt wird, die ganze Zeit nur Stealth zu machen. Aber es ist ja auch Espionage-Action, da passt es ja. Okay. Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Niederschlag, okay, und... Alter, schwer. Okay, ich glaube, bin ein bisschen unglücklich hier gelandet. Los, runter hier, Batman. Du sollst dich fallen lassen. Kameraprobleme. Was macht Batman hier? Bam. Und blocken. Und ein Batterring ins Gesicht, das tut immer gut. Doppelschlag. Ich frage mich ja, ob dieser Tyrannosaurus 6 da oben steht, ob der derselbe ist, der auch in der Betthöhle rumsteht. Stürm mich nicht bei Niederschlagen. Ja. Ach, shit, jetzt habe ich schon wieder den Kombo unterbrochen. Mist. Ich bin schon lange raus. Das muss jetzt aber mal einen Stufenaufstieg geben. Immer noch nicht. Moment mal. Wie ist es denn noch? Oh, wir haben schon längst einen Stufenabstieg. Okay. Schockwellenangriff. Mist, den hätte ich jetzt ja gebraucht. Dann nehmen wir ihn doch einfach. Naja, es hat ja auch so funktioniert. Wer ist das? Es ist ein menschliches Wesen anscheinend. Ja, wie hat sie das bloß? Und warum sieht sie aus wie aus Mortal Kombat? Aus einer Mortal Kombat Fortsetzung. Ist ein DLC-Charakter vielleicht. Was haben wir hier für die Schaukästen? Diesmal geht der Witz definitiv auf die Kosten der Verlierer. Was muss ich machen, damit du aufhörst, diese Spinner zu mir zu schicken, Joker? Wir sind nicht Joker. Aber schön zu sehen, dass du dich hier künstlerisch, dass du hier quasi künstlerisch ein bisschen betätigt hast, Pinguin. Naja. Das ist einer von den Cops. Ja, was hast du da zu erzählen? Sie sind in Sicherheit. Vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Nein, das heißt... Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja. Er sagte... Oh Mann. Wie war der? Wie war der nochmal? Der Code. Sofort. Sarah. Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, ihr Team reinzuschicken. Ein bisschen mit der Kamera er wollte spielen. Wissen, was hier vor sich geht. Oben. Schätze, unten. Jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehn. Links, rechts. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest ihrer Gruppe lebt, finde ich sie. Sarah Kunde. Hätten wir jetzt wieder einbauen können. Okay, gehen wir mal ein. In unser Bett. Okay. Das sind aber eine Menge. Rette Mr. Fries, rette die verbleibenden GCPD-Beamten im Museum. Da haben wir aber einiges vor uns. Jim Gordon, Charakterbiografie. Okay, ja. Ich denke mal, ihr könnt lesen.
Ah, Polizeichef, bla bla. Ja, ja, ja. Ich hoffe ja, dass es bald mal mit Gotham weitergeht, obwohl, ja, die Serie, ach stimmt, die Serie fing ja am Anfang des Jahres an und jetzt machen sie wahrscheinlich diese typische Sommerpause und kommen dann erst im Dezember wieder. Ah, Scarface, ach Gott. Du gescholtener Charakter. Ja. Objekt zu klein. Ah. Außer Sichtweite? Willst du mich verarschen? So. Marionettenspieler. Namensicht, 1 von 2. Ja, jetzt können wir es echt lesen. Wir haben ja vorhin nur eins in der letzten Folge, oder nee, war's die vorletzte Folge? Nur 2 von. Komm, jetzt können wir mal sehen, was da zitiert wurde. Na, schauen wir es mal an. Wo haben wir es denn? Oh Gott, wo war denn das nochmal? Moment, Moment. Oh, 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 oh. Schon wieder so lange her. Ach, da ist City Stories. Nee. Zweite Seite. Genau. Kurz durchatmen und einen Schluck trinken. Nein, die Flasche ist leer. Mist. Die erste Scarface-Porte wurde aus einem alten Galgen des Blackgate-Gefängnisses geschnitzt. Irgendwann fiel sie in die Hände des duckmäuserischen Arnold Wesker. Ob damit jemand aus Arkham, ob jemand aus Raccoon City verwandt ist? Der seinen Mafia-Chef enttäuscht hatte, weil er sich mehr für Bauchrednerei als für Waffen interessierte. Naja, ein Hobby muss man, darf man nicht über die Arbeit stellen. In Weskers Händen wurde Scarface zu seltsamen Mafia-Boss, bis Wesker eines Tages in die Anschaft von Arkham eingestellt wurde, ohne seine geliebte Puppe. Wesker musste improvisieren und er schuf mit Hilfe von allem, was er finden konnte, einen neuen Scarface. Einen, der nach Weskers Abreise aus der Anstalt stumm blieb. Als Joker Arkham übernahm, fand er die Puppe und begann sie zu mögen. Scarface begann eine grelle Lackierung, eine neue Stimme, ein krankes Lachen und einen kranken Sinn für Humor. Ah, das muss man wissen. Scarface ist nicht nur eine einfache Marionette in 30er-Jahre-Gangster-Style. Ja, es wird, glaube ich, auch angedeutet, dass er wohl doch eine eigene Persönlichkeit hat. Das wird es bei Nolan natürlich nicht geben. Das wäre natürlich unrealistisch. Ich glaube, das hier ist der Two-Face-Kasten. Schick dann die Jungs nicht hier rein, Harvey. Ich schneide die sonst in zwei Hälften. Das dürfte dir vermutlich sogar gefallen, oder? Tja, und dieser Tyrannosaurus. Ja, nicht Indominus Rex. Ja, ist das derselbe, der auch bei Batman in seiner Höhle steht? Es gibt ja immer wieder diese Comics. Was haben wir hier? Was für ein Killer denn? Wer? Ah! Der hat auch Kinder getötet? Das ist aber nicht sehr schön. Nicht die Feine. Ja, bei den Comics, die ich immer, oder zwischen Ausschnitten, die man gesehen hat, über die Betthöhle. Was haben wir hier? Ah, das sind hier die... Hugo Strange. Ach, die Tigerwachen. Moment, war hier nicht in der Mitte auch ein Batman, ein Riddler-Symbol gewesen? Ich dachte, hier wäre was gewesen. Und das ist natürlich, wer könnte es natürlich sein? Durch unser Kasten. Bam! Das gebe ich dir als Antwort. Ah. Schaukasten, sehr schön. Ja. Na gut, und tja, den jungen Gordon mit seiner, wo die Leute mal sagen, Angebeteten oder Ex-Freundin in dem Fall, wo die Leute mal sagen, das ist Catwoman. Nein, Quatsch, nicht Catwoman. Quatsch, Catwoman ist ja als Kind dabei. Das wird bestimmt Batgirl, wobei es nicht passt. Anscheinend ist sie wahrscheinlich einfach nur die, hat er wahrscheinlich später eine Tochter und die nennt er da wahrscheinlich einfach nach deren Namen. Deswegen heißt sie genauso. Wo es die Vermutung gab, dass sie Harley Quinn ist, aber dann ist sie ja eindeutig zu alt. Wenn der eine rothaarige Typ da, junge Soziopath, der Joker sein sehen sollte. Naja, egal. Schon 3 Pinguine zerstört. Sehr schön. Ab hier können wir nicht weiter. Da ist eine Selbstschussanlage. Obwohl, können wir mit den kryptografischen Sequenzen schon das hacken oder war das auf der anderen Seite? Moment, ich sehe da hinten doch. Nein, wir kommen da nicht dran. Da? Nein. Yes. Nein, da kommen wir leider noch nicht dran. Naja. Sparen wir das so später auf. Okay, effektiv habe ich in dieser Folge nicht sehr viel gemacht. Was hast du noch zu erzählen? Es war nicht Gordons Schuld. Wir haben uns alle freiwillig gemeldet. Ja, es war freiwillig.
Ja, komm, durch die Tür schaffen wir es noch. Was haben wir da? New Rekrutiz. Anfänger diesen Weg. Hm. Oh, Moment, da war noch was. Schauen wir noch schnell nach. Sehr schön. Okay, wie kommen wir an dieser Schranke vorbei? Ich glaube, dafür brauchen wir eine Entfernung. Das ist noch weit weg. Mist, da brauchen wir die, Schade, dafür brauchen wir die, Kann man das lesen? Ist die Grafik so gut aufgelöst, dass man es lesen könnte, theoretisch? Nur den oberen Teil. Der Rest ist leider, ja. PlayStation 1 im Büro. Schade. Apropos PlayStation. Sucht doch mal, wenn ihr auf gute alte PlayStation-Spiele steht, sucht mal nach Medieval. Den ersten Teil fand ich richtig gut. Der zweite mit seinen Steampunk-Setting war mir leider nicht mehr ganz so. Hat leider nicht mehr ganz so hundertprozentig gepasst. Obwohl es jetzt nicht kein super schlechtes Spiel war. Was haben wir hier? Oh. Das war jetzt mal schwierig kompliziert. Ach, da oben haben wir auch noch eins. Suche zum Warnsumreichen. Aber wir können es nicht aufbekommen? Merkwürdig. Na gut, also, das sehen wir dann auch in der nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham City. Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzulegen. Schaffen wir das noch? Och, das schaffen wir noch. Obwohl die Batarang-Steuerung ja ein bisschen tricky ist, auch mit Controller. Naja, schaffen wir das noch. Naja, vielleicht schaffe ich es ja diesmal auf ersten Versuch. Okay. Ach, wir können es ja rechte Taste, dann wird es ein bisschen langsamer. Zack! Yes! Cool. Eigentlich mal das erste Mal, dass ich es schaffe, ohne gegen 3, 4, 5 Ecken zu knallen. Was haben wir denn da? Der hat wahrscheinlich im Bett geraucht. Und da hinten sehe ich sehr viele Henchmans. Lenchmans. Nein. Andere Let's Playerin, die mir gerade leider Pause macht. Aber naja, gut. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann Let's Play Batman Arkham City. Und dann, wenn wir mal auf die neuen Rekruten von Pinguin treffen. Mal sehen, was der so für uns noch so alles zu bieten hat. Ich denke mal, hier wird sich noch so einiges finden lassen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.